lieben Freunde, was wie lange ich noch Zeit habe für den, oder vielleicht linken Sie mir dann einfach rein, soweit wie es sonst. Danke herzlich mal für die freundliche Einführung und ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann, auch in Wien und hier im Ort, in Wien. Wer sich interessiert oder wer Fragen hat, vielleicht auch Kontakte herstellen will und sich für meine Arbeit mit meiner Arbeit irgendwas zu tun haben will, der möge einfach nachschauen im Internet. Sie finden mich garantiert und einfach schreiben, ich bin auf Facebook aus. Also ich bin durchaus an Kontakten und Informationen interessiert, wenn es Informationsweitergabe interessiert. Nun, meine Aufgabe ist es heute, ein historisches Panorama des Tierschutz- und Tierrechtsbewegung zu entwerfen und damit auch einen Blick auf das Mensch-Tier-Verhältnis zu werfen in der späten Neuzeit. Und um das zu tun, möchte ich also in ganz, ganz kurzen Zügen einige Dinge streifen. Zunächst einmal die philosophischen, religiösen und ethischen Wurzeln des Tierschutzes. Es ist schon angedeutet worden, auch im Programm zum Kongress, wie ich gesehen habe, dass die Anfänge hier des modernen Tierschutzes in Europa im 17. Jahrhundert liegen, im sogenannten Bewegung des sogenannten Diadismus. Es ist also eine christliche Erweckungsbewegung, wenn man genau hinschaut, dieser Männerrunde, da ist ein Platz frei und das ist also für Jesus sozusagen reserviert. Also eine christliche Bewegung, die aber nicht hierarchisch ist, also sich mehr oder minder eine unmittelbare Nachfolge von Jesus Christus vorstellt. Und da spielt eben auch ein positives Verhältnis zu den Tieren eine ganz, ganz große Rolle. Also der deutsche Pietismus ist der Beginn, wenn man so will, der deutschen Tierschutzbewegung. Ebenfalls wie das auch Martin H. Jung, der unter anderem auch über Frauen des Pietismus geschrieben hat, herausgearbeitet hat. Zur selben Zeit gibt es die Bewegung der sogenannten Empfindsamkeit, Sentimentalismus, eine internationale europäische Bewegung. Und hier geht es also der Sprung vom Mechanismus, vom Rationalismus, also vom reinen Verstandeskult auf die Empfindsamkeit. Und wer sozusagen empfindsam ist, wer auf seine Emotionen hört, der wird eben auch die Tiere anklopfen, spüren. Lawrence Stern, ein Geistlicher auch, hat dieses recht bemerkenswerte Buch A Sentimental Journey through France and Italy geschrieben. Das ist also noch vor der Romantik, die ja eigentlich sehr, sehr stark naturbezogen ist, eine Öffnung des Menschen über sein Gefühlsleben zur Natur und damit eben auch zu den Naturwesen, zu den Tieren und Pflanzen. William Blake passt hier auch hinein, der übrigens auch als Tierzeichner hochinteressant ist, sie leider nicht möglich in dem Rahmen, aber vielleicht interessiert sie das privat, selbst sich mit William Blake auseinanderzusetzen. Der Verstand meint hier immer auch dieses Vernutzen, dieses Benutzen der Tiere nur als sozusagen Mittel zum Zweck zu sehen, der wird eben überwunden, indem man die natürliche Welt einlässt, indem man sich der natürlichen Welt aussetzt. William Blake, der englische Poet und auch Maler, ist hier, glaube ich, als einer der frühesten zu nennen. Nun, der Moralphilosoph Jeremy Bentham hat in seinem Introduction to the Principles of Moral and Legislation im Jahr 1789, das ist etwa die Französische Revolution, die Frage gestellt, the question is not, can they reason, nor can they talk, also gemeint ist die Tiere, but can they suffer, ja, können sie leiden. Also wenn man nur vom Denken ausgeht oder vom Sprechen, von der menschlichen Sprache hier die Grenze zieht, zeigt sich eben in der Gefühlswelt und auch im Leidensvermögen eine Verbindung zwischen Mensch und Tier. Und aufgrund dieser Verbindung ist schon sehr, sehr früh zur Überlegung gekommen, dass man eben Tiere schonen soll, dass man Tiere nicht quälen soll. Das ist aus einem ABC-Buch, also das geht schon in den Volksschulunterricht, offensichtlich aus dem Jahr 1773. 1773. Das ist also das Quälen von Käfern, das ja bis zur Gegenwart denken soll, dieses in meiner Kindheit übliche Aufspießen von Schmetterlingen, ja, zum Gegenstand der Auseinandersetzung macht. Die Romantik bringt neben einer großen Öffnung und einer Verbindung des Menschen zur Natur eben auch
eine Neuentdeckung und eine neue Bewertung der Tierwelt. Und hier ist es etwa Carl Fleming mit seinem Werk Beiträge zur Philosophie der Seele oder auch Maximilian Perti mit seinem Werk über das Seelenleben der Tiere. Also hier wird den Tieren eine Seele zugeschrieben, was eigentlich bis dato eigentlich bezweifelt wurde, eine Seele. Und es fließt ja auch eine uralte Strömung ein, die wir aus schamanischen Kulturen auf aller Welt kennen, nämlich der sogenannte Animismus, dass eben nicht nur auch der Mensch als beseelt betrachtet wird, sondern auch alle Naturwesen demnach eine Seele haben. Und wir können mit dieser Seele auch in Verbindung treten. Das ist sozusagen die Konsequenz daraus. Ja, Arthur Schopenhauer wird immer wieder genannt, der ja selbst ein großer Hundefreund war, sehr stark von der indischen Philosophie, vom Buddhismus geprägt war und den die Tierschutzbewegung, glaube ich, zu Recht als einen Vorläufer gekennzeichnet hat. Er sagt, weil nämlich, und er ist ein großer Kritiker des Christentums, der christlichen Moral, weil nämlich die christliche Moral die Tiere nicht berücksichtigt, so sind diese sofort auch in der philosophischen Moral, also gemeint ist die Philosophie des Rationalismus, vogelfrei, sind bloße Sachen, bloße Mittel zu verschiedenen, Mittel zu verschiedenen Zwecken. Also etwa zu Vivisektionen, Parforcejagden, also Hetzjagden, Stiergefechten, Wettrennen, zu Tode peitschen vor der unbeweglichen Steinkarren und dergleichen. Schopenhauer wird, glaube ich, zu Recht als jemand, der hier starke philosophische Impulse der Tierschutzbewegung gegeben hat, genannt. Eduard von Hartmann ist deswegen wichtig, weil er zuerst mal ganz, ganz deutlich von den Tieren spricht, also damit Grundlagen der Tierrechtsbewegung schon Ende des 19. Jahrhunderts legt. Sie sehen ihn hier und sein wichtigstes Werk, das ich nennen will, das sich dazu äußert, ist unsere Stellung zu den Tieren, das ist im Jahr 1886. Und hier stellt er fest, dass es zwischen Tier und Mensch eben nur einen graduellen Unterschied gibt, wenn man von der Physis, also vom Äußeren aus sieht und keinen grundsätzlichen, keinen qualitativen Unterschied. Und er betont auch, dass das Tier ein moralisches Rechtssubjekt sei, ein moralisches Rechtssubjekt eben und keine Sache. Und das ist nun etwas, das er nicht nur im stillen Kämmerlein schreibt, sondern das wird aufgenommen von der Tierschutzbewegung. Und so kommt etwa Hermann Borkenhagen zu diesem Beitrag, das Recht der Tiere. Vom Tierrecht ist eigentlich damals bereits die Rede und das wird ins Treffen geführt in der Tierschutzbewegung. Ich möchte vielleicht noch einmal zusammenfassen, dass es durchaus beim Pietismus schon darauf verwiesen, dass man durchaus auch vom christlichen, von einer christlichen Tierethik sprechen kann. Und hier gibt es in der Tierschutzbewegung immer wieder den Hinweis auf verschiedenste Bibelzitate, es gibt ja auch gegenläufige Zitate, auf die sogenannten apokryphen Evangelien, die was nur die bekannt sind. Die apokryphen Evangelien sind die nicht offiziell von der Kirche anerkannten Evangelien. Und in diesen Evangelien tritt Jesus eben nicht nur als Erlöser der Menschen auf, sondern auch als Erlöser der Tiere auf. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Außerdem verweist man darauf, dass die frühe Kirche, das Urchristentum, sich einer vegetarischen Ernährung bedient hat. Man verweist auf die Ernährungsgepflogenheiten der Kirchenväter, das ist dort mit dem sogenannten Asketismus verbunden. Und man bezieht sich immer wieder auf Heiligenlegenden. Und hier ist es etwa gerade der Ihnen sicher bekannte Franz von Assisi aus dem Hochmittelalter, der mit einer Ethik der Mitgeschöpflichkeit verbunden wird. Also die Tiere werden als Mitgeschöpfe des Menschen bezeichnet. Auch sie sind von Gott geschaffen worden und deswegen bedürfen sie eben unserer Aufmerksamkeit und unserer Fürsorge. Und das ist der heilige Kevin aus Glendalough in Irland und Sie sehen ihn hier. Hier ist eine Legende dargestellt, nämlich es ist die Legende von der Amsel, glaube ich, die ein Ei ausbrütet. Er meditiert gerade, hat die Hände und lässt sozusagen die Amsel hier so lange dort sitzen, bis sie dieses Ei fertig ausgebrütet hat. Das ist Glendalough, wenn Sie das einmal besuchen in Irland, und da hat
weit von Dublin entfernt. Er ist einer der frühchristlichen heiligen Figuren, ja, die man auch mit dem keltischen Christentum in Verbindung bringt, dass er ganz etwas anderes ist als das römische Christentum. Also ein Beispiel dieser interessanten Legenden. Nun, jemand, den man natürlich hier zuvorderst nennen muss, ist der Philosoph und Schriftsteller Leo Tolstoi. Leo Tolstoi, der um 1900 geschrieben hat und vor allem als Schriftsteller bekannt wurde, geht von einem stark pazifistisch angehauchten Christentum aus. Er ist anarchistisch geprägt und er ist auch einer der wichtigsten Vegetarier. Und von ihm gehen dann Einflüsse zu so Leuten wie Husserl und anderen in Österreich. Nun, auch der Kiliasmus ist zu nennen, nämlich diese Idee, dass wir uns überhaupt einem neuen Zeitalter nähern. Die New Age-Bewegung hat das ja auch aufgegriffen, diese Idee. Aber der Kiliasmus ist eine uralte Vorstellung, im Mittelalter bereits vorhanden. Und Johannes Kuhle, der einer der wichtigsten Theologen ist, die sich für Vegetarismus und Tierschutz einsetzen, sagt etwa so: Komm herauf, du schöne, du glückliche Zeit, die den Menschen und dem Tiere vollen Schutz gewährt. Komm wieder, verlorenes Paradies. Ja, also diese Vorstellung des neuen Paradieses. Zieh herauf, die Zeit mit dem idealen Menschen und Tierschutz. Komm, erscheine. Ja, also diese utopische Vorstellung, dass man eben auch an, dass auch ein anderes Leben ist, das nicht von Ausbeutung gekennzeichnet ist, von Unterdrückung, sondern von einem friedlichen Miteinander zwischen den Menschen und auch zwischen Mensch und Tier. Nun, in Österreich hat sich in Biedermeier und im Vormärz, also der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, etwas Gewaltiges getan. Hier sind die Tiere eigentlich zum ersten Mal in den Lebensmittelpunkt der Familien gekommen. Nämlich jener Familien, die vom Land auf die Stadt gezogen sind und deswegen das Bedürfnis hatten, Elemente der Natur aufzunehmen. Damals beginnt man mit den Zimmerpflanzen und damals bekommen auch die Haustiere einen ganz neuen Stellenwert. Sie werden eben von Nutztieren der bäuerlichen Gesellschaft, ja, werden sie zu Gefährten in der bürgerlichen Gesellschaft. Das zeigt dieses Gemälde hier so deutlich. Es ist immer der Hund auch durchaus an prominenter Stelle mit dabei in dieser biedermeierlichen, vormärzlichen Familie. Man macht hier auch eben seine ersten Erfahrungen mit den Haustieren, Vögeln, mit Hunden, Katzen, wobei ich sagen muss, dass die Vögel zum Teil auch im Käfig gehalten werden. Also das ist natürlich ein eigenartiger Zugang. Und es entwickelt sich etwas heraus, das ich als eine anthropozentrische Tierschutzethik bezeichnen möchte. Hier werden also dem Tier quasi menschliche Eigenschaften zugeschrieben. Nämlich die Reinheit, die Tauben etwa, die Friedfertigkeit, Ehrlichkeit oder auch Sanftmut. Ja, Ehrlichkeit, das ist eine typische Eigenschaft des Hundes. Und es ist interessant, dass die erste Welle der Tierschutzbewegung sich bezieht auf die Vögel. Und hier sagt man, dass die Vögel eben auch als Symboltiere des liberalen Zeitalters gewirkt haben, nämlich als Tiere, die Freiheit und Autonomie, damit auch Wünsche des Menschen verkörpern in der damaligen Zeit. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Marie von Eden-Eschenbach, diese bürgerliche Realistin, zwei Werke über Tiere geschrieben hat, nämlich erstens die Spitzin, also dort die Mutterliebe in einer Spitzin geschildert hat, und der auch vervielfachte Krambambuli, wo es ebenfalls in einer sehr rührenden Weise um die Beziehung zwischen Mensch und Hund geht. Nun, das ist eine Gebrauchsgrafik um 1900, etwas, das man dort sehr, sehr oft sehen konnte, und die ist, glaube ich, ganz typisch. Eben ein Kind und eine Katze und der Hund sind hier gemeinsam eigentlich ein harmonisches Miteinander, kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander wird hier dargestellt. Nun, auf dieser Grundlage entwickeln sich dann in Beziehung jetzt vor allem auf Österreich, aber vor europäischem Hintergrund, die Vereine, soziale Bewegungen. Sie haben ja schon von England gesprochen, und es ist immer so, dass England, es geht, die Bewegungen gehen von Westen nach Osten, die Tierschutzbewegungen, je nach dem Grad der Zivilgesellschaft, könnte man sagen. In London beginnt es also, es gibt vorher noch eine Gesellschaft in Liverpool,
im Jahr 1824, dann ist gleich mal Deutschland aktiv, Dresden, Berlin, München und schließlich Berlin, schließlich Paris. Und dieser Münchner Tierschutzverein hat maximal etwa um 1890 so um die 12.000 Mitglieder, damit sie sich etwa eine quantitative Vorstellung machen können von dem Verein. In Österreich beginnt es im Jahr 1846, also 2 Jahre noch vor der bürgerlich-demokratischen Revolution. Da entsteht der niederösterreichische Verein gegen Tierquälerei, aus dem der spätere Wiener Tierschutzverein hervorgeht. Und auch in der Steiermark gibt es eine ähnliche Vereinsentwicklung. Parallel dazu entstehen die ersten Tierschutzgesetze, und zwar natürlich in England im Jahr 1822. Dieses Gesetz hat sich allerdings nur auf Pferde und auf Großtiere, nicht also auf Hunde und Katzen zunächst bezogen. Und in Österreich sind seit dem Jahre 1855 Tiermisshandlungen strafbar. Allerdings nur, wenn sie öffentlich und, wie es heißt, ärgerniserregend vor sich gehen. Und das ist natürlich für die Tierschutzbewegung schon ein Stein des Anstoßes gewesen. Und so fallen also 1893 dann diese Trampelstaatsmerkmale. Es gab aber allerdings immer noch recht wenige Anzeigen nach dieser Verordnung. Die Vogelschutzgesetze sind sozusagen damit beginnt der moderne Artenschutz. Die gehen ursprünglich noch aus von einer Trennung in nützliche und schädliche Tiere, das heißt, erstrecken den Schutz ausschließlich auf die sogenannten nützlichen Tierarten. Nützlich bedeutet nützlich für Bodenkultivierung, Vertilgung von Insekten, hier Kohlmeise etwa. Und seit 1800 gibt es bereits erste Verordnungen zum Thema Vogelschutz. Man wehrt sich gegen das Ausnehmen der Nester oder es spricht auch einen Schutz aus für das Frühjahr und für den Sommer. Und eigentliche Vogelschutzgesetze, und hier ist Österreich führend in Europa gewesen, entstehen dann seit den 60er Jahren in verschiedenen österreichischen Kronländern. Vogelschutzgesetze. Und die wichtigste Organisation, die unglaublich mitgliederstark war, es wird einmal von 40.000 gesprochen, allerdings hat man dazu gerechnet, die Mitglieder der angeschlossenen Vereine, das war quasi ein Verband, dem haben sich verschiedene Vereine angeschlossen, die haben einfach die Vereinsmitglieder dazu gezählt, zu diesem Mitgliederstand. Dieser Verein ist begründet worden von diesem Herrn, dem Rudolf Bergner, und einer Dame, nämlich Mary Walter Edel von Eckwehr, und ich möchte bei der Gelegenheit sagen, dass die Frauen in der Tierschutzbewegung sehr, sehr früh, auch in den Führungsetagen, eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Interessanterweise waren in dem Verein sowohl radikale als auch, kommt dann noch später dazu, was das aus meiner Sicht bedeutet, und moderate Tendenzen zu Hause. Es ging um den Schutz nützlicher Vögel. Und ein heißes Thema, vielleicht könnte man sagen, das ist das Thema, das man vergleichen kann mit der Pelzthematik heute, war der Federschmuck, der Hut. Die Damen haben nämlich ihre Hüte mit Federn ausgestattet und dazu mussten eben, wir haben ja schon gesprochen von dieser Konzentration auf Vögel, sehr, sehr viele Vögel sterben. Dagegen ist man dann eigentlich zu Felde gezogen, gegen diese Hutmode, aber auch gegen Tierquälereien, gegen den massenhaften Fang von Singvögeln in Dalmatien oder in Italien, in Südtirol. Und hat auch so Dinge eingeführt wie Winterfütterung, Grundlagen eigentlich des auch später modernen Artenschutzes. Nun, Sie sehen hier einen Kongress dieser Vogelfreunde, ja, unterscheidet sich also vom heutigen Tierrechtskongress wahrscheinlich, was die Kleidung betrifft. Ja, etwa. Es ist also im Wesentlichen sind bürgerliche und aristokratische Kreise, die dieser Vereinigung einfach angehören. Aber gut, damals hat man sich zu Kongressen also angezogen. Ja, das ist um 1900 auch. Ja. Ein Blick auf die Vereinszeitschrift. Ja, damals hat es noch kein Internet gegeben, alles geht durch Printmedien. Der illustrierte Tier- und Vogelfreund, Sie sehen hier eben bestimmte Tiere abgebildet. Da ist einmal zunächst
das fair dargestellt. Ja, es geht also natürlich bei, um den Schutz der Zugpferde, die hier angeschnitten sind. Es ist aber auch die Frage der Jagd, dann also der Hirsch ist dargestellt und natürlich auch die Beziehung Mensch-Hund wird thematisiert. Dieses etwas später erschienene Bild ist also sehr, sehr interessant und wenn man weiß, warum diese Figur etwa und das hier dieser junge Mann, der, was glauben Sie, der hat also eine Armbrust, ja, woher das kommt, ne? Das kommt von Wagners Parsifal, ne? Auf den kommen wir dann später zu sprechen. Also da gibt es ja sozusagen einen Tiertöter, einen Schwanentöter, der wird dann zur Raison gebracht, also dieser Parsifal. Und der wird interessanterweise in dieser kindlichen Form, in dieser verniedlichten Form dargestellt. Ja. Also es dreht sich hier um den Schutz von Vögeln, von den gefiederten Tieren in erster Linie auf diesem Bild. Man könnte noch sehr viel zum Inhalt dieser Zeitschrift sagen, aber ich will Sie hier vielleicht in dem Gespräch dann über mehreres informieren. Nun, ein wichtiger Verein, der um 1900 entstanden ist, ist der Bund gegen die Vivisektion in Österreich. Der ist Teil des Weltbunds zur Bekämpfung der Vivisektion und dem haben zwei Gruppen vor allem sozusagen die Stange gehalten. Das ist der große Kreis der Wagnerianer, der Anhänger von Richard Wagner und Alternativmediziner. Das verweist eben schon auf die Verbindungen zwischen Tierschutz und anderen sozialen Bewegungen. Und im Jahr 1905 war die Tierschutzbewegung in Österreich eigentlich schon im Großen und Ganzen aufgebaut. Es gab damals 27 Tierschutzvereine, die sogenannten konsequenten oder radikalen Tierschutzvereine habe ich hier blau markiert, nämlich der Bund gegen die Vivisektion und der Verein der Vivisektionsgegner. Alle anderen Zellen haben eine Gemengelage hier in ihren Forderungen. Und das sind die regionalen Tierschutzvereine, die ich bitte jetzt dann aufzählen will. Also in jedem Kronland, sage ich, das waren dann die späteren Bundesländer mit Veränderungen, hat es einen derartigen Tierschutzverein gegeben. Nun, Bodo kennzeichnet sich der konsequente Tierschutz. Der konsequente Tierschutz lehnt im Gegensatz zum moderaten Tierschutz jegliches Töten ab, wobei man sich hier auf Säugetiere und Vögel in erster Linie bezieht. Er ist vielfach, aber auch nicht immer, durchaus nicht immer, mit pazifistischen Vorstellungen verbunden. Ja. Er hat sehr, sehr starke Verbindungen zur Alternativmedizin, vor allem zur Naturheilkunde und zum Vegetarismus, die sind klar. Damals hat man auch diesen Begriff Vegetarismus verwendet und der Begriff der veganen Ernährung ist dann erst später entstanden. Und es gibt ganz, ganz starke Verbindungen zur Frauenemanzipation. Das kennt man aus England, dass diejenigen, die für Frauenemanzipation gekämpft haben, auch zugleich das Thema Tiere aufgegriffen haben. Sehr interessantes Netzwerk von Ideen, das hier startet. Und nur ein Beispiel, Naturheilbewegung, was hier so die Publikationen waren, etwa von Adolf Just über die neue wahre und naturgemäße Heil- und Lebensweise, oder hier sehen Sie rechts eine unglaublich hohe Auflage verwendete Buch von Platen über das neue Heilverfahren. Da sehen Sie eben die Grundlage der Naturheilkunde abgebildete Elemente, Wasser, Luft, Licht und Sonne natürlich. Dazu gleich als Ernährungshinweis dann der Apfelbaum. Der Apfel gilt ja übrigens nach der germanisch-keltischen Mythologie zugleich als das Symbol der ewigen Jugend. Und Sie kennen die spezifischen Sprichworte im Englischen. Das ist eine Zeitschrift aus dieser alternativmedizinischen, aus dieser Naturheil- und Vegetarismusbewegung. Das war also eigentlich eine Einheit, die sogenannte Gesundheitswarte. Also wer gesund leben wollte, der musste eben zugleich auch vegetarisch leben. Das war die Auffassung der Gesundheitswarte. Nun, ein wichtiges Projekt, kommen jetzt auf die Projekte, ist der Tierschutzunterricht. Man will also hier in die Schulen Tierschutzideen reinbringen
Und hier ist eine Dame, die uns eben als Vorläuferin der Friedensbewegung bekannt ist, nämlich Bertha von Suttner, die sich mit anderen Schriftstellern, Marie von Ebner-Eschenbach, Hosecka, Ferdinand von Saar, eingesetzt hat dafür, dass Tierschutzthemen auch im Unterricht behandelt werden und in Unterrichtsmaterialien, in Schulbücher hineinkommen. Auch Bertha von Suttner ist übrigens die Verfasserin eines gegen die Vivisektion gerichteten Werkes. Schach der Qual ist das, ein Fantasiestück, das heute kaum jemand kennt, aber es ist nicht uninteressant, dass also hier eben auch ein Herz für die Tiere hatte. Ja, und in der Praxis ist es dann tatsächlich zum Beispiel 1904 zu einem Erlass an die Schulbehörden gekommen und zu entsprechenden wirklichen Maßnahmen, Pflanzen- und Tierschutz als Themen in den Unterricht einzubeziehen. Das Thema der Tierquälerei ist ein zweites wichtiges Projekt. Da ist alles Mögliche hier nun thematisiert worden. Das ist heiß. Mal das Thema der Tierdressur, nicht nur der Tierausstellungen natürlich, aber damals sind zum Beispiel Bären herumgeführt worden an der Kette und vorgeführt worden. Also das ist etwa darunter zu verstehen. Man hat sich gegen Tiergärten gewandt und gegen die Schaustellung und die Ausstellung von Tieren. Es ist thematisiert worden, die Fütterung mit lebenden Tieren. Ja? Also dann die Pferderennen, Hunderennen natürlich auch, der Stierkampf, und man ist für die Verbesserung der Lebensbedingungen der domestizierten Tiere, also der Haustiere, eingetreten. Also in allen möglichen Weisen ist hier das Thema Tierquälerei angeschnitten worden. Hier eine noch etwas verharmlosende Darstellung aus einer illustrierten, der sogenannten Gartenlaube. Tiere werden also aus der Türkei transportiert, um irgendwo in Zoos dann ausgestellt zu werden. Das ist allerdings schon aus den 1870er Jahren. Später wäre das vermutlich etwas anders gezeichnet worden. Ja, es ist auch interessant, dass die Rolle, dass die Tiertransporte eigentlich den Großteil der angezeigten Tierquälereien gebildet haben. Und da sehen Sie auch bereits, wie wenig Tierquälereien wirklich angezeigt wurden, nämlich in von 2 Jahren nur 222 im Kronland Steiermark, und davon sind etwa 150 eben auf Kosten der Tiertransporte gegangen. Sie sehen hier etwa das ungarische Steppenring, das Ihnen auch etwas verharmlosend an Darstellung dargestellt wird, aus dem Jahr 1907 in einem Viehwagen der österreichischen Eisenbahn ist hier der Tiertransport erfolgt. Tierheil- und Pflegestätten, ein weiteres wichtiges Thema, das beginnt natürlich klar jetzt in London, aber auch in Riga gibt es dann schon das nächste Tierheim, würden wir heute sagen, damals hieß es Tierasyl, in Berlin, Hamburg, Dresden. Und in Wien ist im Jahr 1896 erst das Tierheim entstanden, in Marienhilf, dann in Otterkring. Auch Graz, Zille, Budapest, also in den Städten, wie Sie sehen, beginnen diese Tierheime zu wachsen. Und es ist ganz interessant, auf die Schrift von Rudolf Bergner, den wir ja schon kennen, aus dem Bund der Vogelfreunde hinzuweisen, der auf die Aufgaben dieser Tierheime verweist. Im Jahr 1896 Übernahme von Jungtieren, Aufnahme ausgesetzter Tiere, zeitweise durften auch die Haustiere, deren quasi mit Menschen unterwegs waren, dann die dort abgeben. Und der letzte Punkt ist sehr, sehr interessant, weil er bis heute irgendwie einen wichtigen Zankapfel dargestellt, nämlich die Tötung von unheilbaren und unvermittelbaren Tieren. Ja. Ist also schon damals diskutiert worden, er hat es angeregt, es hat dann wieder welche gegeben, die sich dagegen ausgesprochen haben. War es eigentlich immer ein Thema seit den ersten Tierheimen, die hier eingerichtet wurden in Österreich. Nun, etwas ganz, ganz Wichtiges ist der Antivivisektionismus. Das ist eigentlich jetzt die erste breite Bewegung gegen die Tierversuche. Warum heißt das Antivivisektionismus? Das kommt von den Worten vivus lateinisch, also lebend, und sectio, also schneiden, das heißt aufschneiden bei lebendigem Leib, das eben nicht zu Heilzwecken, zu therapeutischen Zwecken erfolgt, sondern
aus Jux und Polerei oder mit bestimmten sogenannten wissenschaftlichen Hintergrund, bezog sich eigentlich immer auf Tiere mit zentralem oder meist auf Tiere mit zentralem Nervensystem. Der Begriff schließt aber Menschen ein und deswegen ist es so interessant. Der Begriff Vivisektion hat von vornherein etwas, das Menschen auch einbezieht. Und später ist es dann zu dem Begriff Tierversuch gekommen, der etwas verharmlosender ist, Tierversuch, als der Begriff Vivisektion. Ja? Und der vor allem eben die Illusion hegt, dass sozusagen diese Versuche sich nur mit Tieren etwa beschäftigen und nicht auch mit Menschen. Das ist also beispielsweise so ein Versuch, der an Gewichtsentdeckung des Blutkreislaufes geführt hat. Sehen wir wiederum hier entsprechend hergerichtet und aufgespannt ist. Man hat diese ganzen Tierversuche natürlich früher ohne jede Betäubung gemacht und unter Umständen vielleicht die Stimmbänder durchgeschnitten, damit man hier diese Tiere nicht gaulen könnte. Das heißt, so waren die Zustände. Und nur ein Beispiel des Menschenversuchs. Ja, sind immer wieder Menschenversuche auch vorgekommen. Und zwar nicht nur in den Diktaturen, wenn man es überall lesen kann, also in Hitlerdeutschland oder in Japan, sondern etwa um 1900 war der Bakteriologe Albert Neisser Prostituierten das Serum von Syphiliskranken intravenös eingeimpft und die wurden natürlich entsprechend auch syphilitisch erkrankt. Und dem hat es eben damals kein Heilmittel gegeben. Sie sehen hier im Bild, dass die sogenannte tertiäre Syphilis, also wo also bereits das Gesicht richtig aufgefressen wird. Also es hat begleitend zu den Tierversuchen eigentlich immer Menschenversuche gegeben und das verdeutlicht dieser Begriff für die Sektion. Vielleicht nicht uninteressant. Und das haben die Tierschutzvereine eben auch immer wieder angeführt. So eine Darstellung aus dem Jahr 1832, ein Hund, der hier vivisiziert wird, ein Gemälde des französischen Künstlers, und aus dem Jahr 1907 dann eine Darstellung, wie also ebenfalls ein Hund hier fixiert wird und für die Vivisektion vorbereitet wird. Also man wusste, was vor sich geht. Und bitte beachten Sie, dass es damals noch eine sehr, sehr kleine Zahl von Tierversuchen, natürlich von gemeldeten Tierversuchen, gegeben hat. Das beginnt also im Jahr 1880 mit 250 gemeldeten Tierversuchen in Großbritannien. Diese Zahl steigt im Jahr 1910 auf 10.000 und dann geht es erst richtig los. 1.800.000 dann im Jahr 1950 und über 5 Millionen im Jahr 1970. Das kann sich bezahlen, kann sich möglicherweise etwas gesenkt haben aufgrund neuer Gesetze. Aber das zeigt, wie dieses Thema eigentlich explodiert und wie sofort, als die Tierversuche entstehen, sich Gegenbewegungen bilden. Gegenbewegungen vor allem im Jahr 1879. Es ist für mich interessant, dass es hier eigentlich ganz, ganz plötzlich einer Schutzbewegung gelingt, in die Öffentlichkeit zu kommen. Es hat eine Person, nämlich dieser Ernst von Weber, eine Schrift verfasst, die Folterkammern der Wissenschaft, die ist im Jahr 1879 erschienen. Und die ist dann erst bekannt geworden dadurch, dass er die Schrift von Richard Wagner geschickt hat, der damals wirklich ein Eros war. Und Richard Wagner hat dann darauf geantwortet mit seinem offenen Brief an Ernst von Weber, Verfasser der Folterkammern von Wissenschaft. Und seine Schrift ist wiederum veröffentlicht worden in der Tierschutzbewegung. Und so ist das Ganze zu einem öffentlichen Thema geworden. Also von einer Person ausgehend eigentlich wurde das sehr, sehr rasch thematisiert. Damals ist auch ein Tierversuchslabor eingebrochen worden und man hat eben der Presse dann die Mitglieder der damals verfolgten sozialdemokratischen Partei, die war sogar verboten, verantwortlich gemacht für diesen Einbruch in die Befreiung von Tieren. Und Wagner sagt dann dazu und schreibt dazu: Wer möchte nun aber nicht Sozialist werden, wenn er erleben sollte, dass wir von Staat und Reich mit unserem Vorgehen gegen die Fortdauer der Vivisektion und mit der Forderung der unbedingten Abschaffung derselben abgewiesen würden. Ja, also er stellt sich hier ganz klar auch hinter diese Idee der Befreiung von Tieren aus Tierversuchslaboren. Und der Basisfall, an dem er zu der Zeit gerade arbeitet, nimmt diese Idee auf. Da ist ja der
junge Basefall, der eben, denken Sie an diesen, an diese Armbrust, der diesen Schwan abschießt, und dem sagt der Gurnemanz, eben dieser Chef, der Kralsritter, unerhörtes Werk, du konntest morgen hier im Heiligen Walde, es ist natürlich, klingt ein bisschen besser mit Musik, ja, des stiller Frieden dich umfing, und der ist dann gleich zerknirscht, der Basefall, und davon wirst deiner Sündentat du inne, ja, also das ist wieder Sünde dargestellt, das Tier zu töten. Und der Schwan ist nun sicher ein besonders heiliges Tier, aber es bezieht sich hier eben durchaus auf alle Tiere in der Auffassung von Richard Wagner damals. Also auch Parsifal ist ein Werk, das das ganz, ganz stark thematisiert hat. Nun, dann entsteht, geht es auf Vereinsebene weiter, und es entwickelt sich der internationale Verein. Der hat 6.000 Mitglieder 1881, und in Österreich ist es ein Aristokrat, nämlich der Graf Kurt von Lippe-Weisfeld und der Nestor der ungarischen, davon muss man aussprechen, der ungarischen Tierschutzbewegung, nämlich Gyula Salkay, der sich hier gegen die Vivisektion ausspricht. Es gibt dann um 1900 einen internationalen Kongress der Tierschutzvereine, und der ist deswegen so interessant, weil es damals eine Übereinstimmung gibt im gesamten Spektrum der Tierschutzbewegung. Ja? Also unter allen Vereinen, dass die Vivisektion verboten wird. Und das ist natürlich ein ungeheurer Sieg des konsequenten Tierschutzes. Das wird dann allerdings, das bricht dann auseinander. Und dann gibt es in der Zukunft sozusagen Meinungsverschiedenheiten. Und seit damals haben wir diese zwei Bewegungen, zwei Tendenzen in der Tierschutzbewegung, die sich ja auch in anderen Fragen und Umständen artikulieren und zeigen. Ja, wie sieht Graz damals aus? Weil sozusagen von Graz diese Bewegung gegen die Vivisektion in Österreich ausgegangen ist, hat nur ein Zehntel der Einwohner von Wien, also 200.000, Blick auf den Schlossberg, ein jüdisches Städtchen. Die Oper wird übrigens 1897 mit einem Wagner eröffnet, nämlich mit Lohengrin, und das ist das Rathaus, das damals erneuert wird, und der damalige Grazer Bürgermeister, der deutschnationale Franz Graf. Nun, Peter Rosecker, von dem ja heute schon die Rede war, nimmt ebenfalls das Thema Vivisektion auf, und er schreibt einen Aufsatz unter dem Pseudonym, ein interessanter Fall, und darin schildert er einen Professor der Medizin, der einen Tierversuch unternimmt, der wird eben entsprechend negativ dargestellt, seine Frau verlässt ihn, glaube ich, auch infolgedessen, und es wird irgendwie gezeigt, dass jemand, der Tiere quält, eben auch gegen Menschen nicht freundlich sein kann. Das ist die Grundaussage dieses Textes hier. Und im Heimgarten ist ein, das ist die Zeitschrift von Rosecker, aus dem großen Garten, Heimgarten, und hat es natürlich dieses Thema immer wieder gegeben, und auch in diesem Text einen Vivisektor und verschiedenes. Das ist eine Hundezeichnung von Rosecker. Also Rosecker ist einer der Schriftsteller, die dieses Thema ganz klar in den Vordergrund stellen. Wenn Sie das weiter interessiert, dieses Buch Rosecker für uns ist allgemein erhältlich und enthält eben auch dieses Thema. Es ist ein Ausschnitt aus dem Heimgarten, der kommentiert ist wissenschaftlich. Und nun setzen die Argumentationen ein, die gehen weiter, etwa der Bund gegen die Vivisektion, der nun etwa verschiedene Vivisektionsarten aufzählt. Die Versuchstiere werden, haben wir noch Zeit ein bisschen, oder? Was geht denn aus? Okay, werden aufgeschlitzt, zersägt. Ich finde das ein gutes Zitat, wenn man sich was darunter vorstellen kann, wie so diese Tierversuche vor sich gegangen sind. Ja? Zersägt, verbrüht, in brennbare Flüssigkeit getaucht und lebend angezündet. Sie werden rasiert und darauf mit Firnis zu Tode lackiert. Es wird ihnen der Schädel angebohrt und das Gehirn schichtweise abgetragen oder fortgeätzt und mit Glüheisen versenkt oder mit kochendem Wasser ausgespült. Man bringt ihnen alle möglichen Gifte bei, gießt ihnen kochendes Wasser in den Magen oder in die Wunden, impft ihnen Eiter in die Augen oder in die Bauchhöhle, macht sie noch auf die verschiedensten Arten sicher und elend. Finde ich sehr interessant, dieses Zitat, weil es wirklich zeigt, dieses, man hat wirklich keine Grausamkeit ausgelassen bei den Tierversuchen, und wird wohl in der Gegenwart, nehme ich an, auch so
so sein und so weitergehen. Nun, interessant ist, dass die Tierversuche ja von den Schulmedizinern, damaligen Schulmedizinern, eigentlich betrieben wurden und von den Alternativmedizinern abgelehnt wurden. Es ist irgendwie klar, diejenigen, die Naturheilkunde und Homöopathie vertreten, die brauchen ja diagnostisch keine, die brauchen ja zu ihrem Körpermodell keine Tierversuche, nicht? Also auch die chinesische Heilkunde, die Akupunktur und die Akupressur braucht keine Tierversuche. Und das Ayurveda, die indische Heilversuche, also wenn heute jemand sagt, wir brauchen das unbedingt für die Medizin, es gibt die meisten medizinischen Systeme, die es auf der Welt gibt, brauchen eigentlich die Vivisektion überhaupt nicht. Und eben dieser Arthur Lahr hat eine Schrift in der Auflage von 1000 Stück geschrieben, fort mit der Vivisektion. Sie sehen hier eine Darstellung. Emil Ertl, ein Schriftsteller, den heute auch niemand mehr kennt, hat eine sehr, sehr interessante Erzählung verfasst, Schicksal, die ist deswegen so spannend, weil sie die Schilderungen, sie taucht sozusagen in die Hundeperspektive und sie stellt nun dar, was, wie ein Hund sich fühlt, wenn er jetzt bei lebendigem Leib aufgeschnitten wird. Das ist literarisch vielleicht eine gute Glanzleistung, aber menschlich gesehen wirklich eine sehr, sehr interessante Erzählung. Sie sehen hier diesen Mann, der da neben einem Bildhauer, der gerade eine Büste von ihm macht, damals auch ein bekannter Mann, heute kennt ihn niemand mehr, Literaturgeschichte. Weiteres Thema, Tiertransporte und Schlachten. Es ging nun, oder die Frage ist immer, lehnt man Schlachten völlig ab oder will man das Schlachten nur modifizieren? Das sind die zwei Richtungen der Tierschutzbewegung. Ja. Jedenfalls sollen die Tiertransportmethoden verbessert werden, der Schlachtvorgang schonend wird und das Ganze vollzieht sich auf dem Hintergrund der Industrialisierung des Schlachtens. Chicago ist ja eigentlich irgendwie ein Bild, wofür für die Entwicklung der modernen Industrie in Chicago, ist in den Schlachthöfen von Chicago, ist zum ersten Mal der industrielle Schlachtvorgang perfektioniert worden. Das heißt, man hat hier in ganz, ganz kurzer Zeit mehr oder minder dieses Tier zerlegen können. Ja. Und dagegen, also gegen diese sogenannte Industrialisierung des Schlachtvorgangs, die ja heute, glaube ich, gang und gäbe ist, hat man sich eben auch gewandt, Chicago als Schreckbild. Wir sehen hier also ein Bild aus einem Schlachthof von Chicago rechts. Und es ist interessant, dass nun die moderaten Tierschützer versucht haben, die ja das Schlachten irgendwo befürwortet haben, einfach nur den Schlachtvorgang zu angenehmer zu gestalten, wenn man so will. Und mit diese Tafel haben sie da aufgehängt. Blutig ist der Name und schlecht oder übelst menschlich. Damit versuchten sie irgendwo die Schlechter am Grazer Schlachthof zu beeindrucken. Das wird wohl nicht ganz funktioniert werden, aber nehme ich an. Ja. Georg Simoni, der wichtige Alternativmediziner, hat darauf verwiesen, welche verschiedenen Schlachtverfahren und Tötungsverfahren die Menschen sich ausgedacht haben. Und er schreibt hier in einer Gedichtform, Krebsen, die kochte lebendig im Tropfen, der Aal wird geschunden, vom Schwanz bis zum Kopf, der Hecht wird geschuppt und geschlitzt, ihr Tod, was da kreucht und was fleucht, alles bringt ihr in Not und lacht bei der armen Tiere Qualen, als wäret ihr wilde Kannibalen und wäret nicht die Lieder der Christenheit, die Mitleid mit aller Kreatur gebeut. So, also der damals sehr, sehr bekannte Naturheiler, Alternativarzt Georg Simoni aus der Untersteiermark in seinen Vorträgen über naturgemäße Lebensweise. Ja, das nächste Thema Jagd und Fischfang, darf man auch nicht vergessen, worum ging es? Gegen das Taubenschießen, das damals so ein Hobby war, Jagd auf Fuchs und Dachs, Davorsjagden mit Hundemeuten, Treibjagden, ein wichtiges Thema, wie Sie wissen, bis zum heutigen Tag. Beides, man hat beide Varianten da. Wichtig, dass die höchsten Kreise sich eigentlich in der Jagd bedient haben. Hier sehen Sie den deutschen Kaiser Wilhelm II. Auf der Jagd und hier den Thronfolger Franz Ferdinand, der ungeheurer Jagdliebhaber war. Also die Jagd war ein gesellschaftlich höchst und ist es ja wahrscheinlich bis heute ein höchst anerkanntes Betätigungsfeld. Ja.
hat mit Status zu tun, natürlich auch. Das ist ein Gemälde von Diefenbach, der ein Lebensreformer ist der damaligen Zeit und der eben hier einen sterbenden Hirsch darstellt. Da sehen Sie noch einmal eine Darstellung von Diefenbach auf der linken Seite. Ja, also hier tritt also Gott auf und der Mensch, der diesen Hirsch gedeutet hat, ist sozusagen jetzt irgendwo wirklich getroffen. Da, rechts daneben Diefenbach, einer der frühen Hippies um 1900, den Hosecker auch, der dann weil er nackt unterwegs war im Garten mit seinen Kindern auch angezeigt wurde. Hier in Obersang gefeiert hat er gelebt eine Zeit lang und ist dann auch ins Gefängnis gekommen, deswegen wegen Nudismus, gar nicht in der Öffentlichkeit, sondern zu Hause. Also auch ein Thema, mit dem ich beschäftige. Peter Hosecker sagt dann, gegen das Jagern hätte ich ja nichts, nur gegen das Totschießen. Und noch mehr gegen das nicht ganz Totschießen. Ich bin zu viel Tier, um mich ein wenig mitzufühlen. Und so oft zu einem Rehbock schießen, fühle ich mich bedeutend. Also, auch er ist hier ein Jagdgegner, thematisiert auch eben das aus der Perspektive eines Krebses, wie dem zumute ist, wenn seine Verwandten eben lebendig gekocht werden. Das ist ja auch eine der Grausamkeiten der Kulinarik. Schließlich, und damit möchte ich vielleicht schließen, denke ich mal, vielleicht noch ein bisschen sprechen können, Vegetarismus und Naturheilbewegung als Thema, ja, also das ist immer mit dem Tierschutz verknüpft, waren ein später Vegetarismus als Vereinsbewegung, der entsteht international 1889, die Vegetarian Federal Union, und 1908 entsteht dann die auch heute noch bestehende International Vegetarian Union, die internationale Vegetarier Union. In Österreich sind es die Vereine für Naturheilkunde, die ab 1870 dieses Thema auf ihre Fahnen schreiben, und ab 1902 stehen dann österreichische Vegetariertage. Also da kommen dann alle, die an Vegetarismus, an vegetarischer Ernährung interessiert ist, zusammen und tauschen sich aus in den Wienstadt an österreichischen Vegetariertagen. Und worum es hier geht, an Projekten, sind vegetarische Speisehäuser. Vier war es etwa in Graz gegeben, um 1882, halt gibt es glaube ich auch nicht mehr. Und um die Einrichtung von Reformhäusern, ein Begriff, der ab 1900 entsteht. Ja, damit entsteht ein ganz neues Repertoire. Diese Zeichnung, diese Karikatur, stellt irgendwo dar, wie das Ganze in der Öffentlichkeit wird. Ja. Es war ein Alkoholkongress, es ging nämlich auch für viele darum, den Alkoholkonsum einzuschränken. Und hier ist auf der linken Seite eben sind diese